Moin Leute! Am heutigen Tag eröffnen wir unseren eigenen Supermarkt und zwar beim brandneuen Supermarket Simulator. Willkommen beim Supermarkt Simulator. Du fängst mit einem kleinen Laden an und entwickelst dich zu einem großartigen Supermarkt. Kaufe zunächst Waren ein, die du verkaufen willst und stelle sie in die Regale. Vergiss nicht, die Preise mit Gewinn festzusetzen, um einen Bankrott zu vermeiden. Naja, ich guck mal. Ich probiere das. So, Supermarket. Ja, aber kann ich den auch umbenennen? Kaufe Ware, indem du deinen Computer benutzt. Okay. Oh, das ist mein Supermarkt? Alter, was ist das für eine geile Kasse? Das ist ja mega. So, okay, Computer. Ah ja. Hier kann ich jetzt Sachen kaufen, oder was? Bisschen Müsli, wie viel Geld habe ich? $50. Na, ich kaufe einmal Müsli. Wir wollen ja letztlich alle Waren... Ja, warte mal, aber das ist ja alles... Mann, ich habe keine Kohle. Ja, das ist jetzt schon zu teuer. Und wenn ich jetzt in den Warenkorb gehe, ja, kann ich nicht kaufen, weil ich arm bin. Mann, das Müsli ist zu teuer. Ich mache mal das Müsli raus. Ja, aber Brot muss so ein Supermarkt haben. Mehl auch. Nudeln ist auch wichtig. Ja, passt. Dann haben wir noch ein bisschen was übrig. Dann haben wir noch $6 übrig. Kaufen. Ausgezeichnet. Ah, guck mal hier bei der... okay, schade. Ich kann mir ja noch nichts holen, weil da brauchen wir erstmal ein Level. Nehme die Kisten an, die gerade... Ah, hier vorne. Ja, wunderbar. Das räume ich einmal ins Regal oder was? Ja, sehr gut. Ah, perfekt. Einmal Puderzucker. Das ist ja geil. Werfen Sie die leere Schachtel in den Mülleimer draußen. Okay. Das ist gut gemacht. Weil ich muss sagen, ich finde nichts nerviger, als wenn man so Sachen so ganz fein säuberlich irgendwo reinklicken muss. Bisher so tausende einzeln platzieren. Derbe ätzend. So, jetzt gibt's das Mehl. Ja, wo setze ich denn jetzt aber die Preise fest? Das ist ja das Ding. Ah, hier. Okay, Durchschnittskosten sind 1,15. Verkaufe ich für 1,50. Ja, wir wollen ja nicht zu gierig sein, oder? Hier machen wir auch 1,50. Die Leute sollen ja auch reinkommen. Ich will ja auch kein Halsabschneider sein. 1,20. Und Brot kostet dann auch 1,50. Sehr gut. Öffne deinen Supermarkt. Geiles Ding, Leute. Guck da. Oh, da kommt schon direkt. Guten Tag, Sir. Herzlich willkommen bei Palellos, dem besten Supermarkt, den Sie jemals sehen werden. Ja. Oh, da packt er sich schon was rein. Ah, geil. Zack. Ich pack das hier richtig rüber. Ja, vielen Dank für das Geld. Das macht dann 3 Euro. Ah ja, Sie haben Wechselgeld 1 Dollar zurück. Bitte sehr. Perfekt. Guten Tag. Bup, bup, bup. Gegeben. Ah ja, das ist... Oh, er zahlt mit Karte. 4,5. Alter, wie geil ist... Ey, ohne Witz, wie geil ist das denn gemacht? Das ist ja mega. Guck mal hier, die Sachen kann ich... Wie so eine gute Aldi-Kassiererin klebe ich das weg. Wechselgeld 44. So. Zack. Moin, einmal, zweimal, mit Karte, wunderbar, 2,40, ausgezeichnet. Was kann ich, oh Alter, sie kauft gut ein. Auch mit Karte, natürlich, für 6. Wunderbar, Leute, das läuft doch richtig gut. Die haben auch echt gut schon eingekauft. Wir haben $27, haben wir jetzt schon wieder eingenommen. So, zack, Karte, ah ja, stimmt so, wunderbar. Unzureichendes... Ach so, sorry. Habe ich nicht gesehen. Sorry, Buddy. Was kann sich... Oh ja, sehr viel Puderzucki. Einmal 3,0. Oh, Nudeln bestelle ich nochmal nach. Beziehungsweise würde ich jetzt eigentlich ganz gerne... Nee, wie komme ich raus aus der Bank? Ah, hier oben. Zack, Markt. Ich würde gerne einmal Müsli ein... Ah, Müsli kann ich mir nicht leisten. Dann hole ich nochmal Nudeln. Öl hole ich neu. Ja, und das reicht ja erstmal. Zack, dann haben wir nämlich ein paar neue Artikel, was, glaube ich, gar nicht so schlecht ist. Guten Tag, Sir. Ja, einmal kriegen Sie zurück 30 Cent Wechselgeld. Sugar Smoking, besuchen Sie mich bald wieder. Oh, Verwaltung. Oh, guck mal, hier können wir neue Lizenzen kaufen. Ah, man kann auch geil, man kann Leute einstellen. Anpassung kommt bald. Okay. Dann, ah ja, Kassierer. Produktlizenzen. Ah, dann können wir Erdnussbutter, Mehl und der ganze... Oh, oh ja, warten Sie. Ich räume hier einmal ein. Eine Sekunde. Ich muss kurz hier einmal das Öl. Bitte nicht meckern. So, einmal Brot. Sie kriegen nichts zurück. Tschüssi. Warte, ich muss hier einmal kurz den Preis für das Öl fit machen. Ja, Öl kostet 2,30. Zack. Moinsen. Zack, zack. Mit Karte, na klar, Diggi, na klar, 2,70, aber sowas von. Was möchtest du Feines? Ja, hier alles rein.
Gib mir mal schön in den... Oh. Super. So, dann Vorsicht. Die Nudeln einmal auffüllen. Zack, 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 zack. Das finde ich... Ey, das klingt so blöd. Ah ja, warte, aber das ist jetzt voll. Ja, was mal? Ich habe kein Lager. Was mache ich jetzt damit? Achso, dann packe ich die einfach nochmal hier oben hin oder was? Perfekt. Zap, weil das müsste, glaube ich... Ah ne, das hat dann hier den anderen Preis. Ah ja, macht automatisch den Kram. So, das läuft doch gut. Also sind hier auch, glaube ich, in einer echt geilen Gegend. Das wirkt so ein bisschen so wie New York. Oh, moinsen, komm ran, Alter. Mit Kabel, einmal macht das 4,50. Wunderbar. Uns geht aber auch so langsam das Mehl aus. Da sollten wir auch auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Mehl und Brot. Ja, da müssen wir ran. Weil sonst sieht das schlecht aus. Ich weiß auch nicht, wie ich das mit den Preisen, ob ich, weißt du, wie muss denn da die Marge sein, damit es geil ist? Also, ich kenne mich da nicht aus. Aber wir brauchen auf jeden Fall wieder Brot und Mehl. Also, Markt, einmal Brot und Mehl. Ja, würde ich bestellen, kaufen. So, was kann ich für dich tun? Oh, du hast das letzte Brot. Das natürlich, das sind aber auch wirklich, also, das sind hier bei Palettos, das sind Knallerpreise. Zack, 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 zack. Kommt jetzt erstmal das Mehl. Ich hoffe, dass die Preise gespeichert werden. Das wäre wirklich cool. Dass man die nicht jedes Mal wieder neu eingeben muss. Warten Sie ganz kurz. Nicht meckern. Nicht meckern, bin da. Zack, 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 zack. Einmal hier. Wechselgeld gibt's keins. Tschüssikowski. So, warte mal. Hier bei dem Mehl. Ah ja, doch, der Profit ist mit drin. Hier auch. Oh. So, entschuldigen Sie. Ist hier, kann man einer Licht anmachen? Oha. Das muss ich sagen, das Spiel ist schon ganz gut polished. Kann das sein? Also es funktioniert alles gut, dass man so das Licht anmacht. So, 2,50 gibt's raus. Also das muss ich sagen, das ist echt gut gemacht. Hier das Geld, 50 Cent gibt's raus. Bitte. So, wir haben noch 7 Leute, das müssen wir noch abfrühstücken. Oh, warte, hier ist doch was aus, wieder die Nudeln. Junge, was ist mit den... Die Leute fressen Nudeln wie die Bekloppten. Ein Kunde wartet an der Kasse. Ja, er kann jetzt auch erstmal kurz warten. Wir haben jetzt 27. Ja, warte, das bestelle ich ja mal schnell. Gibt's Lieferkosten? Nee. Sorry, moin. Zack, mit Karte. 420, Alter. 420. So, oh ja, Puderzucker muss ich auch nochmal holen. Zack. Oh, nach 21 Uhr geschlossen. Was ist das denn? Warum wird denn hier nicht gearbeitet? Was soll das? Ich muss ja auch buckeln. So, tut mir leid, dass mit dem... Da, manche Produkte haben wir heute nicht mehr. 3,70. 1, 2, 3. Oh, das war scheiße. Das war... Geben. Ja, warte, 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 warte. Jetzt. Wunderbar. Moin, Diggi. Ja, wir haben jetzt hier heute... Nochmal 420. So, ich muss jetzt hier kurz einräumen. Ah ja, das sind jetzt die Nudels. Zack, 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 zack. Ah, drücke Enter, um den Tag zu beenden. Okay. So. Supermarktpunkte 127. Einkommen, Bestellkosten, insgesamter Profit. Ja, wir haben minus 13, weil wir erstmal Artikel kaufen mussten. Nächsten Tag starten. Du erhältst ab heute Rechnung. Stelle sicher, dass du diese Rechnung über deinen Computer bezahlst. Was soll das denn? Je mehr elektrische Geräte, desto teurer. Okay, wir müssen... Es tut mir leid. Wir müssen die Preise... Es kostet jetzt 1,70. Öl kostet jetzt 2,50. Wir müssen ein bisschen Profit steigern. Ja, ich mach mal an hier. Ist oben. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir müssen jetzt für heute, was fehlt? Pudi-Zuggi, Mehl. Einmal Mehl, Puderzucker. Sonst noch was? Öl haben wir. Ja, ich glaube nur die beiden. Kaufen. Wunderbar. So, ich mache jetzt, ist open. Ja, ist open. Schnell die Sachen nochmal reinräumen. Perfekt. So, ich bin gespannt, was gleich passiert, wenn wir alle Aufgaben gefinisht haben, ne? So, ich gucke jetzt auch, dass wir hier nochmal die Preise anpassen. Profi, ja, das muss auf 2,15 hoch. Moinsen. Ja, die Nudels. Zack, zack, zack. Zabarab. Was kriegst du zurück? 4,90. Hier, zack. Bitte sehr. So, ich hoffe, guck mal, wir checken jetzt nochmal alles. Da haben wir, oh, das müssen wir auch nochmal anpassen.
Das kostet jetzt 1,79. Also ich habe halt einfach wirklich Angst. Warte mal, Marktpreis. Das ist der Marktpreis? Das sehe ich ja jetzt erst. Dann gehe ich auf 3,20, Alter. Junge, wir sind ja, warum sind wir so günstig? Junge, wir können ja viel mehr Cash machen. Stand dieser Marktpreis schon immer da dran? Kein Wunder, dass die Leute mir die Bude einrennen. Gott, ich wär einfach jämmerlich zugrunde gegangen. Ich wär jämmerlich pleite. Marktpreis sind, ja, dann mache ich mir hier 3,50. Das gibt's ja nicht. Aber gut, so lernt man. Du kriegst nichts zurück. Ei. Okay. Kaufe eine Produktlizenz über dein... Ah, wir haben die erste Aufgabe erfüllt. Ja, das Problem ist, ich war zu günstig. Jetzt kann ich mir, glaube ich, keine Produktlizenzen kaufen. Ja, für $300! Das kann ich mir noch nicht leisten. Okay, wir müssen jetzt erstmal Geld verdienen. Jetzt geht's darum, wirklich abzucashen. 1,55, ab dafür. So, mit der Karte 2,15. So, ich überprüfe jetzt nochmal, ob hier alles am Start ist. Zack, 3,71, da sind wir unter. Das ist trotzdem noch... Weil das Ding ist, ich will ja die Leute auch gar nicht verarschen. Ich will ja einfach nur, ich möchte einen Schnapper machen und die sollen einen Schnapper machen. So, was wir jetzt auch mal machen können, ist Müsli kaufen. Zack, bap, bap. Kohle, passt, stimmt, danke. So, Müsli hole ich einmal. Müsli ist doch, glaube ich, auch ein Top-Produkt. Oh, guck mal hier, so lecker Schokomüsli. Zack, 5,50. Sind wir immer noch günstiger als die anderen? Tipptopp, guck mal, sie hat direkt Bock auf das Müsli. Bap, bap, ausgezeichnet. Warum zahlst du nur 5,14? Allein das Müsli ist doch schon... Hat sie mich gerade gescammt? Junge, das Müsli ist doch mega teuer. Digga, what? Hast du mich verarscht? Ich glaube schon. So, herzlich willkommen. Einmal Mehl. Das Ding ist, Junge, die Preise sind schon wild mittlerweile. Also, wir waren wirklich einfach so günstig. Wechselgeld 17. 85. Perfekt. Oh, Alter, sie ist reich. Sie muss reich sein. Hier, Junge, sie ist süchtig nach unseren Cereals. Geiles Ding. So, jetzt haben wir nämlich schon wieder 5,50. Wir brauchen Brot. Ich gucke nochmal, wie viel wir uns leisten können. Ja, dann können wir nämlich auch alles ein bisschen auffüllen. Dann ist ja alles ein bisschen doppelt. Zack. Dann packe ich hier nochmal rein. Jo, warte, ich muss kurz hier raufpacken, damit hier auch alles am Start ist. Warte, nicht meckern. Nicht meckern, ich bin sofort da. Jo, Money, 42. Wunderbar, der nächste bitte. Jawollo, einmal Cash. Passt. Was willst du? Einmal Nudeln. Einmal nur Nudeln. Jo, der wäscht doch hier sein Geld. Oh ne, jetzt habe ich, warte, ich will den zurück. Du kannst das Geld zurücklegen, indem du Rechtsklick auf den Schein drückst. Also, warte. Ah ja, okay. Perfekt. So, zap, zap, rap. Oh ja. Oh ja, das ist lecker. Mit Karte 14,40. Tipptopp. Oh ja, Brot muss. Brot ist nicht mehr allzu viel da. Zack, 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 zack. Erstmal Mehl. Aber Brot habe ich doch bestellt, oder nicht? Habe ich kein Brot? Doch, hier oben. Sehr nice. Müsli ist da. Zack. So, ich check nochmal hier. Markt. Oh, das können wir erhöhen. Auf 4,50. Dann sollte jetzt aber auch alles richtig sein. Super. Kunde wartet an der Kasse. Einmal ein bisschen, einfach ein bisschen Brot. Chillig. Bitte. Was wollen Sie? Einmal Schokopops für 5,50 Euro. Bitte sehr. Er frisst einfach nur Öl mit Nudeln. Guten Appetit. Oh ja, 700. Chillig. Läuft doch. Also es läuft noch nicht so gut, dass ich mir jetzt hier in irgendeiner Weise... Warte mal, Darlehen von der Bank. Erst ab Level 4. Okay, würde ich mir sofort holen. Rechnung. Oh ja. Oh, das ist jetzt mal... Das ist endlich mal was Leckeres hier. Das sind einfach $27. Zack. Danke. Das ist eine 7. Perfekt. So, was sagt hier? Öl können wir nochmal. Öl. Ja, Öl ist das Einzige, was mal wieder am Start sein könnte. Ist schon wieder zu spät? Kann ich Öl schon wieder nicht kaufen oder was? Ja, nach 21 Uhr geschlossen. Warte, Tag kann ich jetzt auch beenden. Ich würde aber bei ihr, sie würde ich nochmal abkassieren. Sie gönnt nochmal ein Zap. So, wann? Ja, kommen Sie nochmal ran. Das ist jetzt aber wirklich, das ist die letzte. Bitte.
Ich muss ja auch irgendwann mal Feierabend machen. Ich muss ja auch zu Frau und Kind. So, Batz, Junge. Guck mal, Supermarktpunkte, insgesamter Profit $83. So muss das laufen. Nächsten Tag, Alter. Oh, was ist das? Der Marktpreis hat sich für folgende... Okay. Oh ja, wir müssen hier auch ein bisschen Müsli nachkaufen. Zack. Das brauchen wir beides. Okay, dann müssen wir gucken. Ist nach unten gegangen für das Müsli. Warte mal, das will ich jetzt mal nachschauen. Marktpreis ist... Okay, wir sind immer noch unter dem Marktpreis. Also da ist ja alles, wirklich alles tipptopp. Hier schmeiße ich nochmal Öl rein. Zack. Möbel, Scheinwerfer, Kassenschalter, Gefrierschrank. Warte mal, man müsste mal gucken, welche Lizenzen würden wir... Ja, wir würden die günstigsten kaufen, oder? Ja, ja. Wasserflaschen, Käse. Aber muss Käse nicht gekühlt werden? Das ist ja eigentlich nicht so. Ach so, warte, wir sind noch closed. Sorry. Ich mache auch mal Licht an hier. So, wir müssen unbedingt Level 4 erreichen. Sieht man oben rechts? Dann holen wir uns einen Kredit. Hallo, guten Tag, Sir. Einmal eine Flasche Öl. Genau. Oh, heute ist langsamer Tag, habe ich das Gefühl. Also so viele Kunden haben wir nicht. Auch der nächste will auch nur Öl. Leute, was ist denn los? Mal ein paar Schokoflips. Nicht immer nur Öl, Öl, Öl. Oh ja, oh ja. Der, guck mal, der holt sich jetzt auch die dicken Nudeln, Alter. Aber auch wieder viel Öl. So, wir sind kurz vor Level 4. Oh, wir haben jetzt 50 Leute haben wir. Oh ja, oh, oh ja. Machst du mit... Ich glaube, mit ihr machen wir jetzt Level 4. Ah, nee. Mit ihm hier. Mit seinem geilen Super-T-Shirt. Ja, okay. Lass dir deine Dinger... Oh ja, ja, ja. Guck mal, jetzt... Zack. Bank. Rückzahlung. Warte mal. Die Laufzeit. Dann müssten wir... Boah, tägliche Zahlung. 168. Das schaffe ich nicht. Mann, Alter, die Interest Rates, die sind zu hoch. Das macht mich fertig. Aber wir brauchen das. Ja, ja, wir machen das auf... Warte mal. Aber die Interest Rates sind ja immer gleich. Aber die Rückzahlung daraus werden dann... Das ist doch scheiße, Mann. Ey, 48 wird schon eine Herausforderung. Aber egal, wir nehmen das Darlehen auf. Es ist egal. Oh, Alter, das ist keine smarte Entscheidung. Ist egal, aber ich bin auch nicht schlau. So, Markt, ich kaufe jetzt hier Verwaltung, Lizenzen. Ich kaufe die Produktlizenz, genau. Zack, Alter. Du hast die Produktlizenz gekauft. Neue Produkte verfügbar. Kaufe ein Regal oder einen Kühlschrank. Ja, ich kaufe Kühlschrank. Warte, hier ist jemand. Guten Tag. Oh Mann, Leute, das könnte unser Untergang werden. Wirklich, ich sag's euch. Wir tappen in die... Bald ist hier Peter Zwegert. Peter Zwegert kommt und sagt, Paletto, Alter, du, deine finanziellen Entscheidungen, das ist nicht so schlau. Ist mir egal. Verwaltung, nee, wir müssen hier in den Markt. Möbel. Gefrierschrank, Kühlschrank. Ich glaube, Kühlschrank ist gut. Warte mal, Kühlschrank kaufe ich. Genau, gib mir mal Kühlschrank kaufen. Wunderbar. Der steht auch schon draußen. Wo kann ich den hinstellen? Ah ja, wo ich will. Dann kommt er hier hin. Warte. Perfekt. So, eine Sekunde. Oh, wir sind auch schon ganz gut ein bisschen ausverkauft. Aber jetzt ist hier auch gerade wirklich viel Stress. Plötzlich kommen jetzt die ganzen Kunden. Ich konnte Käse nicht... Ja, warte doch mal. Ich kann doch nicht alles auf einmal. Das mit dem Käse. Ich kaufe gleich Käse. Mann, ja. 8er Eierpack. So. 4,60. Ja, ich kauf doch jetzt den Käse. Mann, Alter, ihr wollt mich doch verarschen. Produkte, so. Wir haben auch noch 4. Wir kaufen jetzt alles nochmal. Wir kaufen Käse, schwarzen Kaffee, dickes, saftiges 8er Eierpack, Schwarztee. So, wird alles eingekauft. So, warte mal. Kauf eine Erweiterung für deinen Supermarkt. Ja, nee. Jetzt ist mal kurz Stopp. Warte mal, das kommt in den... Ach, das Produkt muss auf Shelf platziert werden. Okay. Boah, Alter, wie viel Tee ist denn das? Tee ist voll. So, okay. Wartet. Ich beeil mich wirklich, ich schwöre. Ja. Zack. 3,80. Bitte sehr. Ja, das mit dem schwarzen Tee und so weiter, das mache ich doch alles. Mann, ihr stresst mich. Oh, Alter, 24. Puh. Oh, nee, 240. Ups. Zack. So. Hier, zip, zap, rap, 5,50. So. Jetzt muss ich jetzt diese ganzen neuen Sachen... Zack, schön die Milli rein. Oh, warte, du verkaufst ein Produkt ohne den Preis fest. Ah, ja, ja, warte, das mit dem Tee. Kurze Sekunde, Marktpreis ist, verkaufen wir 5,50. Und die Milch verkaufen wir für 2,20. Zack, die Eier.
Eier, wir brauchen Eier. Perfekt. So, die Eier kosten 3,80. So, jetzt müssen wir uns kurz um die Kunden kümmern. Jo, oh, hier ist wieder dicke Schlange. Oh, aber der kauft auch den Tee. Ja, bitte einmal 19,90 Euro. Wunderbar. Ne, Eier, 6er-Pack haben wir jetzt. Das ist kein Problem. Eier sind jetzt da. So, warten Sie. Auch den Käse, den hole ich jetzt sofort. Wenn Sie jetzt gleich dabei sind. Warten Sie, dürfen... Ah, sie wollte gar keinen Käse. Hier ist der Käse. So, guck mal. Nee, warte. Hä? Ich habe doch Käse gekauft. Habe ich keinen Käse gekauft? Ich habe doch Käse gekauft. Oder nicht, Leute? Ach, da unter ist noch der Käse. Ja, hier. Sehr gut. Zack. Käse verkaufen wir für 3,20 Euro. Und den Kaffee für... Oh, Alter, Kaffee ist teuer. Ja, machen wir 10,20. Wunderbar. Geiles Ding. Jetzt ist hier aber trotzdem wieder alles gut aufgefüllt. Das Problem ist nur, wir kämpfen jetzt gegen die Schulden. Ja, wir müssen täglich Schulden wegmachen. Aber wir haben noch 273. Das ist wunderbar, Leute. Der Supermarkt, der läuft. Leute, ey, ich würde sagen, das war's mit unserem ersten Tag im Supermarkt-Simulator. Wenn ihr Bock habt auf weitere Folgen, dass dieser Supermarkt, Aldi, Lidl, einfach alle zerstört, dann schallert den Like rein. Schreibt eure Meinung in die Kommentare und schaut natürlich auch gerne auf Paluten.shop vorbei. Und habt ansonsten einfach noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.